Es fehlt wohl in keinem Haushalt und trotzdem sind wir alle froh, wenn wir keins brauchen, das Pflaster. Erfunden schon 1882 vom Brandenburger Paul Karl Beiersdorf. Heute gibt es Pflaster nicht nur für die schnelle Wundversorgung, sondern zum Beispiel auch, um Schmerzen zu lindern oder um sich das Rauchen abzugewöhnen und als Hormongabe. Auf was man bei dieser Medizin zum Kleben achten muss, jetzt im ZIP-Service. Unsere ZIP-Hautärztin ist da, Dr. Jael Adler, guten Abend. Guten Abend. Pflaster ist nicht gleich Pflaster, wir haben hier auch einige aufgebaut. Kann man sagen, wie viele verschiedene Pflasterarten es eigentlich gibt? Na, man kann sie einteilen in zwei große Gruppen. Die Pflaster, die keinen Wirkstoff enthalten, die mechanische und physikalische Funktionen entfalten. Und die anderen, die einen Wirkstoff haben, also die über die Haut in den Körper gelangen und entweder vor Ort oder irgendwo an Organen einen Effekt entfalten. Also mit Wirkstoffen, das kenne ich natürlich, wenn ich mal Rückenschmerzen habe, so ein Hitzepflaster oder Menschen, die sich das Rauchen abgewöhnen wollen, die nehmen irgendwelche Nikotinpflaster. Was für Wirkstoffpflaster gibt es noch? Also was Sie meinen, dieses Schmerz-Wärmepflaster, ja. Das ist Capsaicin, das ist aus der Chili-Cayenne-Pfefferpflanze. Das ist Pfeffer, ich mache mir das quasi macht Pfeffer. Hitze und das entleert auch Botenstoffe, sodass die Nerven einfach eine Weile taub sind. Und in ganz hohen Konzentrationen macht man das auch wirklich in der Medizin bei chronischen Schmerzen, bei Leuten, die eine Gürtelrose hatten, die nicht richtig abgehalten und immer Schmerzen da bleiben. Und dann macht man das und haben die Leute manchmal 3 Monate lang Beschwerdefreiheit. Aber es gibt natürlich auch Schmerzmittel wie Diclofenac, das kennt man auch als Tablette, die man gegen Gelenkbeschwerden nimmt oder nach einem Unfall oder richtig Opiate, also Fentanyl zum Beispiel, das ist ein rezeptpflichtiges Pflaster, das hat auch durchaus Nebenwirkungen, das ist nicht ungefährlich. Und das nimmt man zum Beispiel bei Krebsschmerzen. Und da muss man auch sehr aufpassen, dass da keine Überdosierung kommt, sonst können Menschen daran sogar an Atemunterdrückung versterben. Reden wir gleich noch detailliert darüber. Erstmal gucken wir uns ein paar Beispiele von diesen lokal wirkenden Pflastern mal an. Lokal wirkende Pflaster sind zum Beispiel die sogenannten transparenten Herpes-Patches. Sie schaffen ein optimales feuchtes Milieu für die Wundheilung, denn Kleben statt Cremen ist im Alltag praktischer. Das Pflaster schützt die Wunde und wirkt schmerzlindernd. Ähnlich funktioniert das bei unangenehmen Blasen. Auch hier unterstützt ein sogenanntes Hydrokolloidpflaster die Wundheilung. Der Klassiker bei den lokal wirksamen Pflastern ist das Wärmepflaster gegen Schmerzen. Es enthält Cayennepfefferextrakt, fördert dadurch die Durchblutung der Haut und hat eine schmerzstillende Wirkung. Andere Pflaster enthalten entzündungshemmende Wirkstoffe. Sie können zum Beispiel bei Sportverletzungen helfen. Ja, die Frage ist natürlich, für wen sind solche Pflaster geeignet und vor allem für wen nicht? Also wichtig ist ja zu wissen, dass Pflaster, wenn sie auf der Haut draufkleben, dann haben sie einen Effekt. Der ist einerseits erwünscht, nämlich zum Beispiel, dass ein Medikament richtig hineingeschwitzt wird in die Haut. Wenn aber kein Wirkstoff drin ist, auch dann entfalten sie einen Effekt, wie zum Beispiel jetzt so ein Narbenpflaster, das klebt man sich auf die Narbe drauf, lässt es Wochen und Monate lang einwirken und dann fühlt sich die Narbe wohl und man verhindert auf diese Art zum Beispiel, dass die sich entzündet, dass sie wulstig oder knubbelig wird. Alleine dadurch, dass das wie ein Gewächshaus ist, da ist feuchte Kammer drin und das mag die Haut. Problematisch wird es, wenn sich Bakterien verteilen oder man Wunden hat. Ich bin noch so ein bisschen bei diesen Schmerzmitteln. Was ist denn der Vorteil gegenüber dann anderen Mitteln, die ich nehmen kann, gegenüber einer Tablette oder sowas? Also grundsätzlich, wenn ein Wirkstoff über die Haut in den Körper gelangt, dann umgeht man die Magen-Darm- und Leberpassage, sodass man die Leber einfach mal ausspart. Die Leber ist nämlich ein ganz starker Verdauer und die macht einen großen Teil des Medikaments kaputt. Und um das zu umgehen, kann man die Haut benutzen, aber leider gehen nicht alle Wirkstoffe über die Haut. Sie müssen relativ klein sein und fettlöslich, sonst gehen sie nicht rüber. Sie hatten ja gerade ein Beispiel angesprochen, das war, glaube ich, Diclofenac. Was kann man da generell sagen, lieber als Tablette nehmen oder lieber als Pflaster? Oder gerade bei diesem Wirkstoff, Diclofenac, kann natürlich im Magen relativ stark reizend wirken. Und wenn man das auf dem Gelenk aufklebt, dann hat man praktisch den Wirkstoff direkt auch am Wirkort, zumindest in der Nähe, und umgeht diese Nebenwirkung, dass es den Magen belastet. Und diese lokal wirkenden Schmerzpflaster, nenne ich sie jetzt mal vereinfacht, was Sie mir als Ärztin sicher nicht so sagen werden, sind die eigentlich alle frei verkäuflich? Also die milden, schmerzstillenden Pflaster, die sind tatsächlich... Also die Hitzedinger, weiß ich, habe ich mir selber schon gekauft. Genau, und auch das Diclofenac. Sogar Pflaster, die eine örtliche Betäubungscreme enthalten, sind auch frei verkäuflich, wenn zum Beispiel Kinder eine Blutentnahme bekommen und es soll nicht so pieken. Aber die ganz starken, die bei Krebspatienten oder bei schweren Schmerzzuständen gegeben werden, die muss der Arzt verordnen. Und da muss man auch sehr gut aufpassen, dass man da nicht aus Versehen 2 Pflaster aufklebt, weil man sonst wirklich giftige Mengen im Körper erzielt. Als würde man zu viele Tabletten nehmen. So ist das.
Sie haben das Narbenpflaster ja schon kurz angesprochen. So ein Ding kostet ja um die 30 Euro. Würden Sie sagen, das lohnt sich wirklich? Also da ist ja nicht mal ein Wirkstoff drin, wie Sie gesagt haben. Also wir haben hier eine Menge von diesen sogenannten Hydrokolloidpflastern, also diesen Folienpflastern. Die sind alle nicht ganz billig, aber sie haben eben den Effekt, dass man sie relativ lange auf der Läsion, auf der Wunde halten kann, wie zum Beispiel jetzt hier auch so ein Pflaster für Blasen an der Haut. Das klebt man auf und dann kriegt man erstens schon keine Blasen und zweitens kann die Blase schneller abheilen. Ich würde gerne noch auf ein Pflaster, das habe ich noch nie gehört, ein Pflaster zur Haut, lassen Sie egal, ein Pflaster zur Hautkrebsvorsorge. Mhm. Wie geht denn das? Ich mache mir ein Pflaster drauf und kriege keinen Hautkrebs mehr? Es gibt Hautkrebsvorstufen des weißen Hautkrebses. Und wenn das regional begrenzt ist, dann lohnt es sich einfach mal so ein Pflaster auf die Haut aufzukleben, 3 Stunden einwirken zu lassen. Und Sie sehen, das ist lichtgeschützt. Das heißt, die Reaktion, die eigentlich mit Licht auch dann am Ende vom Arzt durchgeführt wird, die geht nicht verfrüht los. Und da kann man eben den Wirkstoff in die Hautkrebsvorstufe hineinschwitzen. Die wird dann ganz lichtempfindlich. Dann legt man den Patienten danach nach 3 Stunden unter so eine Lichtlampe, LED-Lampe. Und dann stoßen sich alle Krankenzellen ab und die Haut ist narbenfrei abgeheilt. Es gibt sogar Kassen, die das zahlen, allerdings nicht alle. Jetzt haben wir über diese lokal wirkenden Pflaster gesprochen. Jetzt gucken wir uns mal die sogenannten Arzneipflaster mal genauer an. Arzneipflaster oder auch transdermale Pflaster werden unter anderem eingesetzt bei Nikotinsucht, gegen Reisekrankheit, in der Alzheimer-Behandlung, bei starken Schmerzen und zur Hormonbehandlung. Im Kern besteht so ein Pflaster aus einer Haftschicht, der Wirkstoffmatrix mit dem Arzneistoff und einer Rückschicht. Der Wirkstoff gelangt in kontrollierten Mengen aus der Matrix über die Hautoberfläche in die tiefere Hautschicht, wird von den Blutgefäßen aufgenommen und an den gesamten Blutkreislauf abgegeben. Er wirkt also im gesamten Körper, nicht nur örtlich. Besonders beliebt unter den Transdermalen ist das Nikotinpflaster. Es soll bei der Raucherentwöhnung helfen. Nicht unumstritten sind verschreibungspflichtige Schmerzpflaster. Sie enthalten Opiate, die bis zu 100 Mal stärker sind als Morphium. Diese transdermalen Pflaster, das ist ja, wir haben ja schon mal gesprochen, ist ja fast wie Tabletten oder ähnliches. Sind die also nahezu alle verschreibungspflichtig, außer Nikotinpflaster, das haben wir ja gerade gesehen? Die Hardcore-Pflaster, die eine richtig intensive Nebenwirkung haben können, sind alle verschreibungspflichtig. Es gibt ja auch Produkte zum Beispiel gegen Demenz oder gegen Klimakteriumsbeschwerden, wo also Hormone über die Haut zugeführt werden. Und da ist es ganz wichtig, dass ein Arzt aufklärt, wie das angewendet wird, also auch an der richtigen Körperstelle. Man darf zum Beispiel so ein Pflaster jetzt nicht zum Beispiel auf einer dünnen Haut aufkleben, sondern immer eher am Rumpf, am Oberarm und nicht an der Hodenhaut, die zum Beispiel ganz dünn ist, oder in der Achselhaut oder in der Halshaut oder eben auch nicht bei Kindern. Also da muss man schon sehr vorsichtig sein. Das heißt, die haben nicht nur Vorteile, aber auch, oder haben die auch große Nachteile? Also grundsätzlich muss man einfach wissen, ein Patient, der nicht schlucken kann, weil er zum Beispiel eine Verengung hat oder weil er einfach auch nicht mehr dran denken kann, weil er eine Demenz hat, für den ist das ein wunderbarer Vorteil. Und auch Menschen, die schwere Schmerzen haben, die nicht immer ins Krankenhaus zum Tropf gehen wollen, für die ist das ein großer Segen. Aber immer muss man dazu betonen, Nebenwirkungen gibt es genauso bei den Pflastern wie bei den Tabletten. Und jetzt sitzt vielleicht der ein oder andere Zuschauer oder die Zuschauerin zu Hause und sagt, mir wird von meinen Tabletten immer so schlecht. Mhm. Dann nehme ich doch lieber ein Pflaster. Geht diese Rechnung so auf? Es gibt Wirkstoffe, die einfach aufgrund ihres Wirkprofils beispielsweise im Gehirn Übelkeit auslösen oder im Stoffwechsel Übelkeitsempfindungen für uns kreieren. Und das ist egal, ob man das übers Pflaster zuführt oder über die Tablette. Wer aber Übelkeit bekommt, weil er es einfach nicht verträgt, weil es in dem Magen liegt, ne, oder weil die Darmbakterien anfangen zu toben, weil sie das jetzt verdauen müssen, denen hilft man natürlich schon mit dem Pflaster. Aber nochmal, es gibt Arzneimittel, die kann man nicht nehmen. Also die Leute würden sich wünschen, zum Beispiel Botox und Hyaluronsäure, sich über ein Pflaster ins Gesicht zu kleben und dann gehen die Falten weg. Da sind die Moleküle zu groß, die gehen in die Haut nicht über und man hat keinen Effekt. Und die Anwendung ist nicht ganz einfach. Wir gucken uns mal ein paar Bilder dazu an und Sie sagen mir mal, was man bei der Anwendung von diesen transdermalen Pflastern besonders beachten muss. Wichtig ist, dass man das Pflaster aus der Packung nimmt und nicht zerstört. Also es muss komplett so bleiben. Man soll es nicht kleiner schneiden, nicht zerreißen. Es muss intakt sein. Die Haut wird befreit von Fett. Sie soll trocken sein. Keine Feuchtigkeit soll da sein. Dann kann das Pflaster aufgeklebt werden, wie hier zu sehen. Und man sieht noch Luftblasen, man sollte es also wirklich 30 Sekunden fest andrücken. Nur dann ist es auch sicher für den nächsten Tag, übernächsten Tag, je nachdem wie lange man es behält, gewährleistet, dass es wirkt.
Und Achtung, mit Wärme, also Baden in der heißen Badewanne, bedeutet, es könnte mehr Wirkstoff übergehen und mehr Nebenwirkungsrisiko ist da. Und ganz wer Irritation hat, wie Sie jetzt zum Beispiel, die klebt sich auf die andere Hautstelle. Also man sollte wandern, nicht immer auf derselben Stelle machen, sonst gibt es Ekzeme, Reizungen, Allergien. Also das ist nicht so ganz einfach mit diesen Pflastern. Deswegen haben wir auch noch weitere Informationen für Sie zusammengetragen im RBB-Text ab Seite 360 und auf den ZIP-Seiten im Internet unter rbb-online.de. Dr. Jahl Adler, vielen Dank. Danke.